So, dann gucken wir doch mal rein. 5. Ja. Du bist immer noch auf der Autobahn, ne? Ja, ich bin schon abgebogen nach der Dingsbrücke, nach der. Okay, dann müsstest du also jetzt gleich kommen. Du fährst ja Richtung Odense, ne? Nein, ich fahre Richtung Norwegen. Okay. Wir haben in Odense nur gedreht. Scheiße. Weil ich die Abfahrt noch verpasst hatte. Scheiße. Also ich stehe schon wieder mit warmem Linker auf dem Seitenstreifen. Ja, ob ich dich jetzt finde, ist jetzt eine andere Sache. Du musst wieder zur Brücke und dann nach der Brücke rechts auf die andere Autobahn. Das ist eine Autobahn? Hm? Okay. Das sah mir irgendwie nach Landstraße aus. Nein, das ist eine vierspurige Autobahn. Sind da irgendwelche Schilder? Kopenhagen? Was für Schilder? Oder Esberg? Ja, ich glaube schon. Ich fahre so in die Richtung. Okay. Esberg oder Kopenhagen? Rechts runter einfach. Esberg oder Kopenhagen? Warte kurz. Anhalten. Esberg, also ich hätte okay. Richtung Kopenhagen. Entschuldigung, Kopenhagen. Also du fährst Richtung Kopenhagen. Ja, Kopenhagen, Aalborg und dann ab in die Fähre. Ja. Okay. In Hirsthaf als. Wo musst du hin? Nach Malmö? Aha. Da waren wir doch schon fast. Wäre es einfacher gewesen, wenn er erst dann eine Fahrt weggebracht. Ja, und? Jetzt werde ich mal gleich auf dem Randstreifen halten. Weil irgendwie kommt mir das doch hier sehr, sehr bekannt vor. Also ich stehe auf dem Sandstreifen, ja, Randstreifen. Auf dem Sandstreifen stehst du, okay. Ich hab Mitleid mit dir. Mhm. Und denk dran, immer ein bisschen ein Stückchen vorzufahren, sonst wirst du vom Server gekickt. Ja, ich weiß. Allerdings, wenn du hältst, um die Maps zu gucken, wirst du nicht gebannt. Nee, dafür nicht. Machst. Nur Inaktivität. Dafür wirst du halt gebannt. So, ich glaube, jetzt muss ich wieder auf die Brücke drauf. Ah, ist da eine Brücke? Also, das sieht stark nach einer Brücke aus. Da gucke ich jetzt mal eben selber nochmal nach. Wo ich bin. Bist du denn jetzt im Moment? Also ich bin von Kopenhagen aus fahre ich jetzt auf eine. Moment, du bist in Kopenhagen gestartet? Nein, ich fahre Richtung Kopenhagen. Richtung Odense. Richtung Kopenhagen. Ja, von Odense aus. Ja. Dann fährst du einmal über die E20. Ich bin jetzt gerade auf der Map, deswegen. Über M. M wie Map. Ja, das weiß ich. Aber wo sehe ich welche? Mit dem Mausrad rein und raus zoomen. Achso, du bist noch auf der E20. Okay, du musst auf die E45. Gut, dann bin ich jetzt komplett falsch. Weil die E45 geht nach Kopenhagen. Oder fährst du weiter über die E20? Da muss ich einfach nur Knallgas geben, dass wir uns oben wieder treffen. Also ich bin jetzt ich bin jetzt gerade. Du bist Richtung Aalborg? Ja, Kopenhagen liegt da auch. Ja, da bin ich in die komplett falsche Richtung gefahren. Ja, pass auf, dann bist du fast in Malmö. Bring du deine Fracht weg, ich bring meine Fracht weg. Wir treffen uns hinterher wieder in Odense. Ja. Das ist eine gute Idee. So. Ja. Routenführung hat sich ja mal richtig gelohnt. Mit mir ist das immer so eine Sache, ja. Machen wir mal Fernlicht an.
Weil jetzt haben wir ja keinen mehr vor uns. Ja. So, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, bitte in den Chat rein. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch viel Vergnügen noch weiterhin. Ich denke mal, wir fahren jetzt gleich aus Odense zurückfahren Richtung Richtung Deutschland. Und dann tun wir uns das mit Unreal Tournament an. Ich fahre jetzt auf der Brücke drauf, deswegen. Auf Brücken drauf, wie doch bitte. Ja, das ist nicht wie eine Frau. Eine Brücke ist keine Frau. Da geht man nicht einfach nur drauf. Sagst du? Ja. Ist ja auch so. Weil ich fahre hier mit 84, ach, 82, 80 auf die Brücke drauf. Ich fahre wirklich 89, 90. Das ist mir... Also, weil ich auf der Brücke bin, gebe ich auch wieder Gas. Er macht sich wirklich die leichte Fracht bei mir definitiv richtig schön bemerkbar. Aha. Ola Cheater! Das habe ich jetzt auf Video. Ja, aber hundertprozentig. Wo gesagt, dass ich eine leichtere Fracht als du durch die Gegend fahre. Gut, ich sag jetzt auch nicht, dass ich jetzt... Ah, da kommt eine Zollstation. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, geil, ja. Ja, das ist Zoll. Und ich bin jetzt auch noch gerade geblitzt worden. Oh, scheiße. Ich glaub mit... Wie viel waren's? Warte mal, Norwegen ist auch nicht EU, oder wie war das? Doch, Norwegen ist EU. Schweden nicht, ne? Schweden auch. Wieso? Warum hast du eine Zollstation gehabt? Habe ich in Frankreich auch. Seit wann ist Frankreich kein EU-Land? Das ist eine Mautstation in Frankreich. Du musst auf manchen Strecken Maut bezahlen. Habe ich jetzt Zollstation gesagt? Ja, hast du. Echt jetzt? Ja. Verarsch mich nicht. Doch, du hast Zollstation gesagt. Ich meinte natürlich Mautstation. Das andere kommt mir doch gar nicht in die Quere. 102 Kilometer noch. Hast du es gut? 365, 64. Dann kann ich ja in der Zwischenzeit ja gleich noch einen Auftrag machen. Nein, ja. Am Schwedenfilm müsst ihr ja. Ich brauche eh wieder ewig zum Einparken. Ja. Wie heißt der Ort nochmal? Bei mir? Mhm. Warte eben. Christian Sand. Christian Sand. Okay. Ja. Ach, gucken wir mal. Oh, ich habe 11 Tonnen gewählt übrigens drauf. 11 Tonnen? Wow. Komm, das sind nur 6 Tonnen Unterschied. Du hast 150 PS mehr. Aha. Das ist ja das, was ich da nicht verstehe, warum ich da nicht dranbleiben kann. Entwickler, das ist ein Bug! Nö, das stimmt schon bei dem Gewichtsleistungsverhalten. Ja. Sagt der jetzt richtig drauf tritt. Ja, schon klar. Und der die ganze Zeit vor mir war. Ja, super. Ganz großes Kino. Ich fahr mit Begrenzer. Jo. Auf dem Multiplayer-Server geht's ja gar nicht anders. Gab mal eine Möglichkeit, da war der EU2, auf dem wir jetzt auch gerade unterwegs sind, Fahrten ohne Begrenzer und ohne Collision. Ja, das haben sie aber jetzt geändert. Finde ich auch gut so. Und das ist halt eine gute Alternative zum EU1, der eh komplett überlastet ist. Weil als wir hier auf den Server gegangen sind, als wir auf den Server gewählt haben, ja, da haben wir jetzt erstmal eine ganze Weile gesucht, bis wir einen Server gefunden haben, der frei war. Was war das? Was war das? Für zwei Leute wäre noch Platz gewesen auf dem EU1, als wir überlegt haben, auf welchen Server wir gehen.
Da wir aber eigentlich ja mit Strobo fahren wollten. Also mit Dennis? Ja. ja. War das dann halt für uns keine Wahlmöglichkeit mehr. Eben. Weil dann hätte Dennis ja nicht mitfahren können und das wäre dämlich gewesen, eigentlich. Also tut er jetzt eh nicht, aber... ja, ich brauche hier meine eigenes Süppchen, also... Errungenschaft freigeschaltet, Aquaphobie, cool! Aquaphobie. Ach, weil du über die Brücken gefahren bist und nicht mit der Fähre, ne? Ich glaube ja, weil ja. Ich bin jetzt in Schweden. Richtig, und es gibt die Möglichkeit, über Dänemark halt auf trockenen Fußes dahin zu fahren, oder halt... Also die Strecke, die wir gefahren sind? Richtig. Ja. Über die Brücke nach Kopenhagen und dann nach die Öresund, genau. Welche nehme ich denn? Ist hier irgendwie Linksverkehr, oder... Warum habe ich hier so viele komische Symbole? Aber ich sehe schon mal mein Fähnchen. Wow. Boah, für die Weiterfahrt werden 246 Euro fällig. Die haben ja wohl einen Vogel. Die sind ja wohl leicht angetüttelt. Ja, die skandinavischen Länder sind bei Strafen nicht gerade zimperlich. Und da kommt mir eine Bahn entgegen. Cool. Wie cool ist das denn bitte? Nimmst du den Livestream auch auf oder ist es jetzt gerade so leider reiner Livestream? Den Livestream nehme ich komplett auf. Ah, oh, okay. Aha. Ah, das mit der Bahn, da muss ich auch mal nach Malmö. Ja? Bist du unterwegs, ne? Ja. Muss ich auch mal fahren. Ja, ich bin Richtung Malmö unterwegs. Weil dann müsstest du schon da sein eigentlich, ne? Ich weiß, du hast eine schöne Hupe. So. Weil die 108 Kilometer hab ich jetzt schon weg, die du noch hattest. Okay, ich hab jetzt noch 8. Ich hab noch 234. Außerdem, was soll das denn eigentlich für eine doofe Frage sein? Natürlich nehme ich den Livestream auf. Ja, Open Broadcast zeichnet das automatisch auf. Was ist denn das Schöne daran? Ja, Open Broadcaster zeichnet das automatisch mit auf, wenn du einen Stream machst. Ah, okay. Mhm. Oh, gehen wir mal ein bisschen näher. Wow. Wow, was wird das denn jetzt? Scheiße. Echt... Und wir fahren nach Malmö rein. Joa, mich haben sie gerade fett geblitzt. Ich weiß noch nicht, was das kostet. 550 Euro. Ich kenne die Werte aus eigener Erfahrung. Weil auf einmal war die Autobahn so ohne große Vorwarnung zu Ende. Fand ich jetzt nicht ganz so witzig. Kann sie auch anstellen. Also wirklich. Ich glaube, da waren nur 70, ich bin mit 90 durch. Was soll's. 1 Kilometer, 0 Kilometer, ich bin da, yay! Und was ist das für ein Verladehof? Hör auf, da kotzt mir gleich vor. Okay, da steht zwar einer. Ach, das ist einfach. So, wie muss ich denn jetzt hier fahren, verdammte Kacke. Cargo, da muss ich hier. So, dann. Drehen wir mal eine Runde. Bahnlenker an. Aber wir wollen ja alles richtig machen. Wo musste ich hin? Christianstadt, ne? Stavanger, ja. Ist definitiv Norwegen, ne? Was? Oh, und ich merke schon... Nee, es gibt das auch, okay. Müssen leider kurz pausieren. Weil ich fahre hier mit Lenkrad übrigens. Ja,
Der zickt gerade ein bisschen rum. Ich will jetzt rückwärts fahren, aber er lässt mich nicht. So, jetzt lässt er mich. Ja, du musst aber jetzt dafür schalten. Und selbst. Und auch ein bisschen nervt anfangen. Nö, jetzt hat er es akzeptiert. Boah, was ist das denn hier für eine Ausfahrt? Haben die komplett einen an der Klatsche? Warum fragst du noch? Du kennst die Antwort. Du kennst die Antwort doch absolut selber, oder? Also bei mir dauert halt Einparken auch ein bisschen länger. Oder? Norwegen hat auch ganz normal Rechtshack. Man merkt, ich habe schon lange keinen ETS 2 mehr gespielt. Das werde ich auch wieder merken. Meine Fresse. Ach so, ich bin mittlerweile auch schon in Kristiansand angekommen. Mhm. Eigentlich hier irgendeiner in meiner Nähe? Nö. Das ist ja kein Blick. Gegenteil. Gut, so. Weit außerhalb in das Ding, wo ich das hinwegbringen muss. Das macht mich jetzt. Also, Vorstadt hat's jetzt genau richtig vorgemacht. So und nicht anders soll es sein. Beim Einpacken oder wie? Und da wir ja keine Noobs sind, naja. Ach so, ich muss ja gar nicht nach Kristiansand, ich muss nach Ango. Ich muss da irgendwo anders hin. Das ist gut, Trick, ey. Ja, das sieht gut aus. Nein, doch! Yay! Fracht ist zur Entladung bereit! Lösetrailer, cool! Gute Arbeit! Ey, ich hab ein bisschen Gewinn gemacht! Wow! Wow! So, Auftragsangebot, Frachtmarkt! Ja. Jetzt gerade über norwegische Landstraßen. Okay, wohin musst du jetzt ganz genau? Drück mal F6 bitte. Du kannst auch Kristiansand nehmen, das ist jetzt kein Ding. Ja, habe ich jetzt nicht. Ich bin von da aus, Stavanger ist, wäre möglich. Stavanger habe ich, Essig und Topfpflanzen. Ja, dann nimm Stavanger, da komme ich, das liegt bei mir nicht weit weg. Gut. Okay. Wow. Da muss ich ja einmal quer durch die Ortschaft.